zeigt er dir Rack, ja? Zeig mal die Cam. I moved to Minnesota my 7th grade year, so I'm 21 now. Oh. Felix lernt schnell. Hätten wer der Vater nicht gewesen, wie er ist, hätten wir Michael Jackson, wie er war, nicht bekommen wahrscheinlich. So. Was wollen wir lieber? Dass sein Vater gut war zu ihm und... Dass er heute noch lebt. Dass er heute noch lebt und... Aber wahrscheinlich nicht annähernd so erfolgreich und so gute Mucke gemacht. Ne? Also, wer weiß halt, ne? Wer weiß es, ja, das stimmt. So. Oder Arschlochvater und Michael Jackson. Filmen ja alles und auch das Drama natürlich. Aber wenn zu wenig Drama ist, dann wird nachgeschürt. So, dann waren es Situationen, wo sie drauf gekommen sind, sie haben den Vater gesehen, der Alkoholikervater, dass der seine Zehennägel waren total eklig. So. Und da hat der Produzent gesagt so, ey, warum setzen wir ihn nicht in die Badewanne und die Tauschmutter schneidet ihm die Fußnägel. Und dann hat der Kameramann gesagt, als ich das gefilmt habe, der Mann da so hilflos in der Badewanne, geistig nicht ganz auf der Höhe, und da habe ich mich gefragt, hat er gesagt, was tue ich hier eigentlich? Warum stelle ich diesen Mann hier so bloß? Und dann hat er die Sendung abgewickelt. Sorry, aber es hat ihn zwar ein paar Aufträge gekostet, aber gemein, ich konnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ja. So, ja. Deswegen habe ich sowas auch noch nie geschaut. Überhaupt so Trash-TV schaue ich einfach nicht. Schau dir mal, genauso wie du sagst, dann auch. Da wurde nachgeholfen, teilweise. Ja, ja. Ja, da wurden Sachen zusammengeschnitten, die er sogar nicht gesagt hat. Ja. Das weiß ich. Ja. Da. Ey, nicht filmen, wie ich hier. Okay. Ja, aber ich hätte schon Bock drauf, aber ich würde zum Beispiel. Also hier würde ich niemals allein fahren. Ich weiß nicht, ob das ein Blitzer war oder nicht. Ja, wie war das mit Star Wars oder Star Trek, glaube ich, war das? Mit dem Beamen oder so, ne? Also wie wurde das Beamen erfunden? Ja, das Lambda wäre zu teuer geworden. Das Drehen wurde ihm zu teuer halt. Ja, die haben gesagt, wir brauchen irgendwas Günstiges, was er das auch erklärt hat. Ja. Und ich finde das so geil. Oder viele Erfindungen allgemein halt, die so jetzt halt auf unsere modernen, sagen wir mal, Medizin. Ich habe hier mein Dash, das ist hier was auf. Hat sich das Vortrag gemacht. Ja, das Spiel darf ich.
Nicht mich, nur die Games. Okay. Nur die Games. Kollegen sind ja noch am Aufbauen. Ich habe den Zustandsrolle schon einen schönen Deal hinter mir. Und zwar hat er von mir zwei Gamecube-Spiele und zwei gekriegt. Und ich habe von ihm bekommen einmal das Ultimate Ghost and Goblins und einmal das PSP, liebe ich solche 2D-Jump'n'Runs. Also, Dankeschön, Zustandsrolle. Vom Christian und wir sagen einfach, es ist ein bisschen 1 bis Merzlack 6, glaube ich, auch. Der erste Teil ist nicht dabei. Ja, Merzlack halt. Der dritte Teil ist der beste. Und ich stehe sehr auf Metal Slug. Allerdings, ich gestehe, da haben wir aber schon drüber gesprochen, der Ding und ich, die PSP-Version, die hat ein kleines bisschen eine technische Macke. Aber ich kann verstehen, als Sammler muss man das natürlich auch irgendwie haben. Ja, ja. Und sag noch was, zwei Texte zu Retro Plays. Was ist das? Retro Plays ist ein Marktplatz für Videospiele. Ist noch relativ neu. Ein paar von euch kennt es vielleicht schon. Wir hatten ja schon mal ein Interview zusammen über Retro Plays. Und ist halt ein Marktplatz für Videospiele, wo du gleichzeitig auch deine Sammlung verwalten kannst. Ja. Und ist es nicht schöner, wenn mal jemand was über Games erzählt, der auch Ahnung hat? Also Dankeschön fürs. Gerne. Weiter geht's. Dann wäre sie geschminkt. Ist N64 und SNES ist TV-Ausgleich, oder? Ja, aber das ist nicht so schön. Aber du weißt nicht, dass du das nicht mehr machst. Du kannst nicht nachschauen. Oder ne, warte mal, mach mal auf. Was hast du gesagt? Die Karte ist schon zum Beispiel unten oder so. Das kann es immer noch kommen. Ja, ja. Ich habe Kabel gekriegt. Ja, ja. Ich kriege die Krise auf. Ich muss schade, dass es so schlecht ist. Ja. Ich habe schon eine E-Mail noch so eine Schuss.
Das ist an den Bären. Das ist nur, das ist ziemlich selten eigentlich. Das ist ganz groß in Amerika und Japan hier. Okay. So der Tempest. Da kann man schon die Controller kostet 300-400 Euro verlangen, die für das Teil. Mhm. 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 Ah ja, schlecht. Ja, heutzutage muss man ein bisschen aufpassen. Keine Spur. In deiner Sammlung? Ja, in meiner Sammlung. Komm, die Buschen hier. So, nächster Deal. Netter Verkäufer hatte das Seil Experience. Er wollte 25, ich habe es zwar nie gekriegt, was ein super Preis ist. Geht immer so gerne für 30 bis 40 Euro. Und wer das nicht kennt, das ist ein digitaler Comic sozusagen. Unter anderem, da sind noch einiges mehr an Features drauf. Aber unter den OMD-Filmen ist es so ein kleiner Holy Grail, kann man schon sagen. Also, auch schon lange danach. Und dann irgendwann in 10 Uhr schwierig unter 30, 40 Euro hier auf der Börse. Das war sehr geil. Und danke schon an Mario, da wollte jetzt noch bedeckt bleiben. Der hat angesprochen, ein Viewer von meinem Channel hat hier die doppelt gehabt, diese WWF-Karten, und hat sie mir in die Hand gedrückt. Dankeschön. Weiter geht's. Mal wieder hier in der Gegend. Ja. Sehr schön. Aber ich wohne ein Stück südlicher. Mega, oder? Vor allem, die ist neuwertig. Der hat sogar die Folie noch drauf. Ist ein 3000er sogar. Nee, danke dir. Zusammen und kannst dann so einwerfen, das auch.
So ein bisschen. Ja, der Beta, die hast du, glaube ich, auch gerade gefilmt. Ja, das war cool. Ja. Ich suche Thor für den DS. Dann passen mal die Leute rein. Enter the Matrix? Yes. Enter the Matrix und Tag des Niemals. Es gab, glaube ich, noch ein PC-Matrix-Spiel oder ein Handy-Matrix, irgendwie sowas. Aber das ist auch ziemlich. Aber PlayStation wäre auch voll. Da gibt es ein paar Dinger, halt so. Ja, das ist ganz direkt. Würdest du denken, das ist sowas wie... Ja, aber gut. Ich muss sagen, bei deinem Kanal ist das sehr schön. Die letzten, die Leute, die imitieren, sind mega geil zum Anfang. Danke, wen habe ich denn imitiert? Du hast doch immer dich selber in den Arsch genommen, hast einen Kumpel von dir, der hat sich dein Bart eingefärbt. Ach so. Das ist ein echt geiles Talk. Wahnsinn, sehe ich super schön gern. Danke, danke, das hört man gern. Ja, von Atari. Ich bin Baujahr 61, hab mal schon ein paar. Dankeschön. Nein, geistig bin ich noch in 20, aber das habe ich nicht erreicht. Bis ins Netz eingebaut. Endlich mal wieder. Lange, lange her. Danke. Das ist super. Das ist ein Box.
ist so ein, wie gesagt, so ein Most, was da auch mit PC-Box, die sind schön, mild, die sind 20 Euro. Wieso hat denn keiner Path of Neo für die PS2? Path of Neo, Matrix. Was ist denn mit dem Crap-Game? Enter the Matrix? Das habe ich gefunden heute. Das habe ich gefunden. Naja. Schmeckt aber frisch auf jeden Fall, ja. Das war mein Platz. Ja, ich mach schon mal ein paar auf. Hat er mich arbeitslos gemacht, Alter. Super. Ganz toll. So, und jetzt dann auch wichtig, hier unten auf 100, weil wir haben ja, klar, hier die Masken, die sind halt gut, krass, wie schön das aussieht. Ja, ich habe davon einen Freund schon einfach angesprochen. Davon 5 Stück. Genau, baugleich. Ich habe die Konsole, schau, das ist nämlich kein Spiel. Ist das nur? Auf der Disk stand nur die DVD drauf. Aber nur ein. Hier, solche Leute schon gesehen. Vielleicht ist es nur eine Einleitung. Gerade zum Mitnehmen. Gameboy-Ständer. Das ist die Gesamtung. Mann, ich würde Werbung machen auf dem Kanal. Das ist heute. Ja, tatsächlich. Das eine Mal. Ja, schau. Schade! Schade! Wollte ich dir Geld geben? Ja, yeah.
Woche aber mal hier. Von der Seite? Vielleicht machen wir das mit so ein bisschen Laufen auch, so ein bisschen langsam rückwärts laufen. Ja, können wir machen. Okay. Warte mal. Fang einfach an zu laufen. So, von dem netten Herrn da hinten gab es noch zum Schluss ein PSP-Game, und zwar Chinatown Bros. GTA. Zwar ohne Anleitung, aber für 10er, super Kurs, schwierig zu finden für unter 20 komplett. Und ja, ist ein anderer Ansatz von GTA, also so von oben herab. Von daher, ja, fehlt mir noch in der Sammlung. Und ja, cool. Danke. Ne? 10 Minuten unten nach vorne? Ja, okay. Geht's los? Also Leute, das war die Retro Gamescom 2021 hier in Rammstein. Das erste Mal, dass ich überhaupt in Rammstein bin. Super, hat mir sehr gut gefallen. Endlich mal wieder auf eine Retro-Börse. Ob und wie sich das Ganze hier sich gelohnt hat, da werden wir gleich als zum Abschluss mit dem Bernd, dem Veranstalter, sprechen. Aber hey, ich war froh, zumindest mal wieder alte Bekannte gesehen zu haben, mal wieder einfach mal rausgehen zu Hause, ein bisschen was unternehmen mit Freunden und Freunde treffen hier. Und ja, war nice, super Preise. Ich war echt überrascht, mit allen gut handeln können. Und wie ihr sehen konntet, auch ein paar echt schöne Sachen mitgenommen. Also, ich bin zufrieden. Hoffe, ihr seid auch mit dem Video soweit. Und ja, wir gehen jetzt, wie gesagt, als Abschluss noch runter. Unterhalten uns kurz mit Bernd, schauen, was er da zu sagen hat zu der ganzen Sache heute. Und ja, dankeschön fürs Einschalten schon mal. Bis zum nächsten Mal. Stay safe. Euer Reed. Alter, da die PSP, die ist so sexy. Werden die das auf jeden Fall nicht kaputt machen? Nee, da hole ich mir auch ein Ding so extra. Ich mache jetzt halt zum Transporter. Ja. Das ist der dritte oder so. Die brauchen wir. Auch für 30 Euro. Ich hab gedacht, dass da ist. Du noch was anderes? Nee. Servus. Jetzt schon. Den hast du damals eingesteckt, wo wir reingegangen sind. Den hast du eingesteckt, wo wir reingegangen sind.
Blitzer geht nach rot, sagt er. Ne, warte mal. Rotlicht, Geschwindigkeit und Gurte, glaube ich, machen diesen Superblitzer. Wenn du da angeschnallt bist. Seitdem hat mich noch keiner kontrolliert. Und das ist doch ungefähr 35 Jahre gewesen. 35 Jahre fahren ohne Führerschein. Und dann so Rentenalter wird ihnen abgenommen halt. Ne? Wie viel Glück muss man haben im Leben? Nochmal. Weil, wie gut musst du fahren, dass du nicht auffällig wirst? Ohne Führerschein. Also. Ohne. Also nie in der Fahrschule gewesen. Genau. Ganze Fernuhren die gefunden? Nein, tatsächlich nicht. Ja, scheiße. Egal. Die UVP, ich habe es mint, wirklich. Ja, ja. Okay. Ja, passt schon. Ja. Das ist ja total künstlich dann. Na klar, aber wer kontrolliert sowas? Ja, der Kollege, der die Doku jetzt gemacht hat und kontrolliert das alle. Ja. Ganz ehrlich, ich gehe zu Millionen, dass der Kerl noch lebt, wundert mich. Ja, mich auch, ne? Ja. Oh, Scheiße, ja, das geht zu Millionen. Ja. Guck dir doch die Leute an, die alles rausgeklaut haben. Schule in der Feuerschule, wo ist denn der? Ja. Und ihm hört gar nichts mehr. Ja. Edward Snowden, warum hast du nichts mehr von dem? Ja. Warte. Krass, das ist nicht krass. So, wir sind jetzt schon, fast daheim wäre übertrieben, aber nur noch 175 Kilometer. Nur schon mal Dankeschön fürs Einschalten und Dankeschön auch an den Damian und an den Felix hier, die mir die Kamera gehalten haben. Über den Tag weg, super Arbeit, Jungs, super Arbeit. Völlig unterbezahlt, aber Profis durch und durch. Ja, also Dankeschön auch nochmal an den Bernd, an den Veranstalter. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Uncut-Folge gefallen. Und wenn ja, dann können wir das eventuell mal wiederholen. So. Ja. Dankeschön. Wir sehen uns. Stay safe. Passt auf euch auf. Euer Ree.